Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 29. April. Wir haben bald den Monatsabschluss erreicht hierbei. Und ja, der Euro-US-Dollar zeigt sich bislang hier in einer beeindruckenden Form während dieser Handelswoche. Woche ist eigentlich schon Woche. Man sieht der Euro-US-Dollar hier mit Stärke unterwegs. Und das schauen wir uns mal speziell hier im Tageschart an. Da wird es relativ deutlich. Schmarrn. So. Und da sehen wir hier die Bewegungen der letzten Tage, inklusive heute, unschwer zu erkennen, dass wir einen steilen Aufwärtstrieb entfalten oder entfaltet haben. Die Annahme, dass wir hier schwächer gehen sollten, erfüllte sich nur kurzzeitig. Hier am 61er Level und am EMA 50 schwarze Linie fand er dann doch letztlich Halt, obwohl es hier mit dem neuen, ja, Verlaufstief eigentlich danach aussah, dass wir hier das Level von 1,1150, 1,1145 etwa attackieren. Dazu kam es nicht. Wie gesagt, die Woche ist sehr, sehr stark bislang verlaufen. Und Sie sehen jetzt hier aktuell, wir haben schon das Vorwochenhoch touchiert und hier am Vormonatshoch sozusagen sind wir auch schon angekommen. Hier, das war nämlich dieser hier am 31.3. Ja, dieses Hoch hier, da sind wir tatsächlich nahezu punktuell rangelaufen. Und jetzt ist eben hier die Gretchenfrage, wie geht es denn heute hier zum Wochenabschluss weiter? Wir haben hier unmittelbar vorausliegend diese massive Widerstandszone. Ich hatte sie unlängst auch schon thematisiert hier. Im Devisenradar bei den Tag an den Märkten und dergleichen. Wir haben hier bei 1,1450 diesen massiven Widerstandsbereich. Hier die aktuelle Wochencandle. Wie gesagt, sehr, sehr bullisch, sehr, sehr eindrucksvoll. Wahrlich eine Prachtkerze, will ich mal fast sagen. Aber wir sind eben jetzt hier genau an dem Widerstandsbereich angelangt. Und ob heute hier der Ausbruch gelingt, das muss man mal sehen. Freilich haben wir heute hier 11 Uhr. Geht es weiter aus Italien und der EU hier mit verschiedenen Konjunkturdaten? Dann haben wir hier eine ganze Agenda an Daten am Nachmittag aus den USA. Das heißt, Drive ist durchaus da, was den Markt hier pushen könnte. Allerdings Euro-US-Dollar rein von der Range her bislang 63 Pips gelaufen und wir haben hier 65 Pips Erwartungshaltung. Das heißt, so richtig viel höher kann es rein statistisch jetzt heute auch schon nicht mehr gehen. Das bringt natürlich Euro-US-Dollar in die Bredouille, dass man jetzt hier sagen muss, hey, wohin kann es denn dann jetzt letztlich noch gehen, außer eben hier den Touch dieser Widerstandszone zu bestätigen. Das muss man heute abwarten. Es gibt natürlich Overrange-Tage, insbesondere ist das der Donnerstag, wenn wir uns jetzt mal hier diese Wochenstatistik anschauen. Dann ist gerade der Donnerstag ein Tag, wo es häufig mal ein Stück weit über die normale Range geht. Freitag tendenziell auch mal gar nicht so schlecht. Es gab hier zuletzt, also gesagt, vielmehr im Februar hier starke Ausschläge. Zuletzt sehen wir hier wirklich mehr rückläufige Preise von der Entwicklung her und da eben Euro-US-Dollar eben, na, ein Stück weit fraglich, ob das heute noch gelingt, hier einen starken, sauberen Ausbruch nach oben hinzulegen. Das wird wirklich sich jetzt erstmal entscheiden müssen. Auf Wochenbasis, wie gesagt, jetzt hier wieder einmal direkt an dieser Widerstandszone. Und wenn wir jetzt hier nicht natürlich ausbrechen, gibt es nur eine Lösung und zwar die ist wieder mal der Abgesang nach unten. Das ist ganz klar die logische Konsequenz. Heute vermute ich, werden wir hier irgendwo in diesem Bereich schließen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass wir hier über 1,15 rausgehen. Wenn es denn doch passieren sollte, man soll ja bekanntlich niemals nie an den Märkten sagen, dann haben wir hier natürlich ganz klar ein taktisches Kaufsignal, welches hier dann mit Blick auf die nächsten Wochen durchaus weitere Perspektiven auf der Oberseite verspricht. Also es wäre hochgradig bullisch, sofern der Euro-US-Dollar hier wirklich weiter rausgeht, über 1,1450, 1,15. Das wäre schon mal eine Ansage, wo man wirklich sagen muss, hey, der Markt hat hier doch schon ganz schönes Potenzial vorausgelegt, um darauf aufbauend weiter in der kommenden Woche, in den kommenden Wochen nach oben aufzudrehen. Aber wie gesagt, wir haben hier eine massive Widerstandszone und die, wie gesagt, seit über einem Jahr schon etabliert. Das macht es nicht einfach und genau das ist auch der Bereich, wo sicherlich auch viele große Adressen hier schauen, ob Euro-US-Dollar jetzt mal hier nach oben ausbrechen kann oder nicht. Wenn es nämlich wieder nicht tut, dann ist es eben genau die Spekulation, dass das zähe Pendeln, was wir nunmehr schon seit über einem Jahr sehen, sich sicherlich weiter fortsetzen dürfte. Also mal gespannt sein, was hier passiert. Auf dem Tagesschart, wie gesagt, haben wir neben dem Vorwochenhoch, hier diese Hochs, auch eben das Vormonatshoch hier schon touchiert. Und jetzt denke ich mal, dürfte es erstmal konsolidieren bis 11 Uhr, also noch gute anderthalb Stunden. Gehen wir mal kurz dazu in den Stundenchart. Hier auch jüngster Ausbruch von den Hochs hier vom April eben erfolgt. Jetzt sehen wir hier, wir sind schon relativ deutlich von den aktuellen Tageshochs hier, Resistance Punkt 2, zurückgekommen. Er konsolidiert jetzt. Es ist auch gut möglich, dass wir hier nochmal in den Bereich 1,1385 genau zu dieser
ehemaligen Widerstandszone zurückkommen. Das ist jetzt nunmehr natürlich hier ganz klar die Unterstützung. Und in diesem Bereich hat Euro-US-Dollar auf jeden Fall gute Chancen, sich hier zu stabilisieren, beziehungsweise hier in diesem Bereich nochmal aufzudrehen. Das muss man hier im Stundenchart jetzt mal genau beobachten. Die aktuelle Kerze kommt natürlich nicht so bullisch daher, die Stundenkerze. Wir haben ja noch eine halbe Stunde, aber rein vom Erscheinungsbild ist es, wie gesagt, eher ernüchternd, dass wir hier bei 1,14 schon wieder ein Stück weit Luft lassen müssen. Also hier bei 1,14, 1,1450 ist eben hier der klare Widerstandsbereich. Und deswegen kann jetzt die Konsolidierung auch gut und gerne noch ein Stück weitergehen. Auch hier, wenn wir mal die Hochs nehmen, um mal hier möglichst viele Auflagepunkte zu erwischen, inklusive dieser Kerze hier von der Fed, sehen wir, dass wir hier jetzt erstmal einen oberen Deckel haben. Und ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt erstmal eine weitere Konsolidierung sehen, kurzfristig, ist durchaus gegeben. Entweder hier nur so ein kleiner Touch, um dann hier so ein Stück weit weiterzulaufen, aber auch denkbar, dass der Markt hier noch ein Stück tiefer jetzt zurückgeht. Danach sieht es zumindest aktuell aus, dass wir auch hier durchaus 1,1370 ansteuern könnten, was ich mal nicht ausschließen will. Also insofern hier mal abwarten, wie der Markt auf die Daten reagiert. Ich könnte mir jetzt erstmal eine leichte Schwäche vorstellen, sozusagen ein Verharren vor dem Widerstandsniveau, um dann in der nächsten Woche, ich will es mal so sagen, hier zum großen Marsch zu blasen, um dann eben hier in der Erwartung eines Ausbruchs hier dann wahrscheinlich mögliche Folgesignale zu generiert oder generiert zu sehen, die dann eben hier auch weiteres Potenzial durchaus versprechen können. Sofern der Markt eben hier dann eine Entscheidung herbeiführt. Aber für heute, denke ich, ist erstmal die Luft raus. Konsolidierung angesagt, gegebenenfalls hier nochmal an der Oberkante entlang tänzeln, aber so richtig dynamisch, meine ich, dürfte es jetzt hier nicht nach oben durchgehen. Lassen wir uns überraschen, was die EU-Daten, was die US-Daten am Nachmittag machen. Das kann natürlich wirklich hier das ganze Bild nochmal umdrehen. Euro-US-Dollar, wie gesagt, von der Range schon gut gelaufen. Jetzt sehen wir auch, wir kommen jetzt hier deutlich zurück. Die Ausbruchskerze wird also hier sichtlich abverkauft. Wirkt nicht wirklich bullisch gerade. Also Konsolidierung kurzfristig durchaus angesagt und dann mal abwarten, was hier passiert. Man darf nicht vergessen, dazu nochmal den Tageschart, wie schwer sich Euro-US-Dollar hier Anfang April getan hat. Sie sehen hier die Doji-Kerzen. Da ging es einfach nicht weiter über 1,14. Das war wirklich zäh. Deswegen würde es mich fast schon wundern, wenn wir da heute deutlich nach oben rausgehen. Er hier ja, eine Konsolidierung mit der Kerze und in der kommenden Woche vielleicht nochmal einen tieferen Rücksetzer aufgrund der starken Geschichte, die wir diese Woche erlebt haben, und dann nochmal eine Attacke. Das wäre hier schon eher vorstellbar. Ausbruch muss man aber, wie gesagt, abwarten, denn wenn es nicht zum Ausbruch kommt, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass hier eine mögliche Konsolidierung sich doch nochmal ausdehnt, und insofern würde sich das Range-Geschiebe hier weiter fortsetzen und man müsste eben weiter auf eine klare Signallage warten. Euro-US-Dollar insofern hier im Beobachtungsmodus. Nach oben hin, wie gesagt, über 1,15. Wer weiß, vielleicht kommt es ja heute doch noch, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ganz klar bullisch. Deswegen machen wir erstmal die graue Version. Und wenn er hier nach unten neues Tief macht, dann ist die 1,1150 sicherlich auch nochmal ein Thema. Aber sozusagen hier dieser Pendelbereich eigentlich das zu favorisierende Szenario zum Euro-US-Dollar. Wie gesagt, ganz interessant das auf jeden Fall. Auch interessant, ich zeige es mal kurz, die Vektorlogik heute. Wir haben hier ein bullisches und ein bärisches Setup, obgleich hier mit dem Tageshoch das Pattern sich mehr oder weniger schon ein Stück weit negiert hat. Also man muss hier das Tief hochziehen. Also wir haben heute sowohl auf die Historie bezogen eine Fuzzy-Vektorlogik, die bullisch und bärisch daherkommt. Allerdings, Sie sehen es, das bärische Niveau ist hier von der Trefferquote zwar nicht so wesentlich besser, nur ein Prozentpunkt, aber von der Anzahl der Erscheinungen hier ganz, ganz deutlich der Bias auf dem Bärenmodus zu legen mit 259 Erscheinungen. Aber wie gesagt, mit dem Hoch müsste man hier die Pips entsprechend nach oben ziehen und passt natürlich dann nicht mehr so sauber ins eigentliche Muster. Aber das mal als Voraussage für die heutige Fuzzy-Vektor-Logik. Gut, meine lieben Zuschauer, dann hätten wir es eigentlich auch schon für heute gehabt. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wünsche Ihnen jetzt einen guten, angenehmen Resttag, eine erfolgreiche Woche hoffentlich hatten Sie. Ansonsten hören wir uns natürlich gern kommenden Montag wieder. Freue mich auf Ihr Einschalten. Bis dahin schon mal eine gute Zeit und vorab ein schönes Wochenende. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.